Hey, ich bin der Markus und heute stelle ich euch das Cube Stereo 120 vor. Wir haben es hier mit einem Fully zu tun, welches euch 120 mm Federweg freigibt. Der Rahmen wurde gefertigt aus Cubes High Performance Aluminium und ist super gut verarbeitet. Ihr sitzt auf dem Fahrrad relativ komfortabel, habt hier jetzt keine große Sattellenkerüberhöhung und seid somit auch auf Touren bestens gerüstet. Besonders hier die innen verlegte Zugführung sorgt auch nochmal zusätzlich für eine aufgeräumte Optik. Wir haben hier einen 29 Zoll Laufradsatz, es gibt das Fahrrad auch als 27,5er. Kommt drauf an, was für eine Rahmengröße ihr euch besorgen wollt. Die kleineren Rahmen kommen mit den 27,5 Zoll Laufrädern und die größeren mit den 29 Zoll. Das nennt Cube Size Split, das heißt, ob jetzt der größere Laufradsatz oder der kleinere gewählt wird, das hängt von eurer Körpergröße ab. Der Laufradsatz selbst wurde hier per Steckachsensystem verbaut und ist somit besonders verwindungssteif. Wir haben hier den Schwalbe Norbinick Reifen vorne und hinten und somit habt ihr super Allround Reifen, die euch einen geringen Rollwiderstand und eine gute Portion Grip liefern. Der Lenker, der Vorbau, die Sattelstütze und der Sattel kommen aus dem Hause Cube und wurden an die Farbgebung angepasst. Wir haben hier insgesamt einen matten Schwarzton, der mit grauem und blauem Dekor versehen wurde. Die Money to Marcor Federgabel liefert euch 120 mm Federweg. Ihr könnt sie auch dank dem Luftdruck und dem Rebound auf euer Körpergewicht einstellen. Außerdem könnt ihr die Kompression erhöhen und die Gabel locken, dann taucht sie nicht mehr ein und ihr habt einen geringeren Kraftverlust. Ähnlich sieht das auch beim Manitum Radium Expert Dämpfer auch aus. Da könnt ihr auch den Dämpfer auf euer Körpergewicht dank dem Luftdruck und dem Rebound einstellen und auch den Dämpfer könnt ihr problemlos locken. Jetzt komme ich zu den Schaltkomponenten. Wir haben hier ein Shimano Deore XT Schaltwerk mit 9 Gängen, außerdem die dazu passende Shimano Deore Zweifachkurbel, ein Zweifach Shimano Deore Umwerfer und die 2x10 Shimano Deore Schalthebel. So habt ihr insgesamt 20 Gänge zur Verfügung und solltet somit problemlos, egal wo ihr unterwegs seid, die passenden Gänge finden. Wir haben außerdem die hydraulischen Scheibenbremsen auch aus dem Hause Shimano, die euch jederzeit sicher zum Stehen bringen sollten. Das Cube Stereo 120 ist bei uns für 1.499 Euro erhältlich. Ihr bekommt hier ein ausgewogenes Turnfully mit jeweils 120 mm Federweg und einem ausgeklügelten Viergelenker-Fully-Rahmen. Wenn ihr das Fahrrad einmal ausprobieren wollt, macht den Verfügbarkeitscheck, kommt in einer unserer Filialen oder besucht uns auf fahrrad-xxl.de.